Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und freue mich ganz besonders, dass Sie Interesse an diesem Video haben. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, nämlich Professor Weber. Er ist Seniorprofessor an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und zugleich Initiator des Arero-Weltfonds, der viele von Ihnen sicherlich ein Begriff ist. Mit ihm möchte ich heute über Wissenschaft, Finanzwissenschaft sprechen, Finanzen sprechen, über sein Buch Genial investieren und natürlich auch über den Arero-Fonds, der in der letzten Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit auch die ein oder anderen Änderungen hatte. Und da werde ich dann mal hinterher fragen. Herr Professor Weber, herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind ja seit 2017 Seniorprofessor an der Universität Mannheim und ich habe nachgeschaut und seit 1993 hatten Sie da die Professur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaftslehre inne. Was haben Sie denn eigentlich vor Ihrer Zeit gemacht? Na, wie jeder andere Professor auch. Ich habe versucht, Professor zu werden. Ich war Assistent, habe studiert und war dann Assistent an der Universität, um mich vorzubereiten, so einen Professorjob. Und dann habe ich meinen ersten Job bekommen in Kiel und von dort aus bin ich dann in den Süden nach Mannheim gegangen, wo ich dann auch geblieben bin. Und wie haben Sie sich überhaupt für das Thema Finanzen dann entschieden? Gab also meine Dissertation war, habe ich mich mit dem Entscheidungsverhalten von Leuten auseinandergesetzt. Also wie entscheiden sich Leute, wie sollen sich Leute entscheiden, wie geht man optimalerweise an komplexe Entscheidungen ran? Und dann habe ich mir überlegt, wo ist das eigentlich besonders interessant, in welchem Gebiet? Und dann ist die Finanzwirtschaft eigentlich eine tolle Sache. Ne? Mhm. Man hat Risiko, man hat Zeit. Das sind genau die Dimensionen, die wichtig sind, die Entscheidungen komplex machen. Dann bin ich dazu gekommen, eben meine Interesse auf diesen speziellen Bereich Finanzwirtschaft anzuwenden. Haben Sie sich davor auch schon für Börse interessiert? War das ein Thema oder sind Sie dann eher über dieses Interessensgebiet der Verhaltensforschung, Entscheidungsforschung sozusagen dann zu den Finanzen gekommen? Na klar, habe ich mich für Börse früher interessiert. Mit 18 habe ich versucht, die ersten chartanalytischen Sachen zu programmieren, oder mit 20, weil wir wollten ja alle damals in dem Alter ohne Arbeit reich werden, gehörte ich natürlich genauso dazu. Ja, hat es ja hoffentlich geklappt mit dem Reichwerden, aber Arbeit war da aber nicht Arbeit. durch diese Sachen. Ja. Was macht denn eigentlich ein Seniorprofessor so den ganzen Tag? Ein Seniorprofessor ist eine unbezahlte, von der Fakultät noch geduldete Tätigkeit. Das heißt, man bekommt einen Raum. Er ist auch sehr großzügig, ein Mitarbeiter bis zum Secretarial Support, sodass man weiterarbeiten kann und man muss keine Verwaltung mehr machen. Man soll ein bisschen Lehre machen, um auch den Kontakt zu den Studierenden zu erhalten und sonst forscht man. Das ist eigentlich das, was einem auch wirklich Spaß macht. Am meisten Spaß macht, ja. Am meisten, weiß ich nicht. Vorlesungen sind schon interessant, ne? Wenn es nicht zu viele sind. Ne? Ich halte auch immer ganz gern Vorträge, ist ja eigentlich ganz nett. Man ist unter Leute und kann bestimmte Themen auch mal schön aufbereiten. Finanzmarktforschung ist ja Ihr Thema auch und ist es aus meiner Sicht ja noch ein relativ junges Thema. Also klar gibt es schon, das Thema ist schon seit einigen Jahren oder mehreren Jahrzehnten vielleicht auch, wo geforscht wird, aber erst so mein Eindruck in den letzten 10, 15 Jahren ist es irgendwie stärker im Blickfeld der Anleger oder auch der Finanzmedien. Woran liegt das? In den USA hat es vielleicht vor 45 Jahren angefangen, um mal so eine Hausnummer zu nennen, als Farmer, der hat den Nobelpreis auch bekommen, seine Arbeiten zu Efficient Market, also ob Märkte effizient sind, ist der Preis richtig gemacht. Und das konnte man damals erst machen, weil es damals in den USA anfing, Daten zu geben. Also Kapitalmarktdaten, mit denen man empirische Arbeiten machen konnte. Bei uns war das später, vielleicht vor 30 Jahren, haben wir erst mal Daten bekommen. Und bis das dann von der Wissenschaft, also wir brauchen natürlich eine Zeit lang, bis wir was rauskriegen, bis das dann in die Praxis geht und bis auch große Datenbanken auch existieren, mit denen man auch wissenschaftlich als auch aus Industrie arbeiten kann, ist das, wie Sie richtig sagen, 20, 30 Jahre her. Ich habe mal, glaube ich, das erste Mal, wo ich mit einer Studie von Ihnen in Kontakt gekommen bin, da haben Sie Daten von einer Onlinebank ausgewertet. Habe ich das richtig im Kopf? Naja, dann oder haben Sie meine früheren Sachen nicht gelesen, was völlig in Ordnung ist. Ich bin ja auch noch nicht so lange im Finanzbereich, aber das habe ich irgendwie im Kopf. Da hatten Sie, glaube ich, das Anlageverhalten von Privatanlegern, ich glaube sogar bei der DRB Bank oder Flatex oder so ausgewertet. Also das Erste, was wir überhaupt gemacht haben, waren, wir haben mal untersucht, wie der Unterschied von Vorentzugs- und Stammaktien sind. Und mussten damals noch die Kurse per Hand in die EDV reingeben und das ist heute einfacher geworden. Was Sie ansprechen, ist, dass man dann das Anlegerverhalten untersucht und dann von einem ungenannt bleibenden Online-Broker dann
Daten bekommen und durfte sogar noch den Anlegern einen Fragebogen schicken, sodass man gesagt, also wirklich untersuchen konnte, was die Leute für verhaltenswissenschaftliche Variablen praktisch besitzen und ob das mit dem Handelsverhalten tatsächlich was zu tun hat. Glauben Sie, dass sich solche Studien, wenn man die jetzt, sagen wir mal, jedes Jahr durchführt, signifikant verändern? Oder ist es eher so, dass man das Verhalten der Menschen nicht so sehr ändert? Manche Sachen, der Mensch wird gleich bleiben, die Variablen werden sich, aber die Ausprägung der Variablen ändern. Wir haben vor ein paar Jahren, also für uns glücklicherweise genau in der Finanzkrise, mit Barclays eine Untersuchung gemacht, wo wir alle 3 Monate Daten bekommen haben von denen und zu Risikoeinstellung und Risikowahrnehmung. Und zu Erwartungen in Märkten, und da konnte man sehen, dass die Erwartungen in Märkten dramatisch sich geändert haben während der Finanzkrise. Also einmal haben gesagt, ein Drittel aller Leute haben gesagt, der Markt in den nächsten 3 Monaten wird Verlust machen. Und solche starken. Und dann haben sie wieder gesagt, nächsten Monat werden Gewinn machen und so weiter. Ja. Das ändert sich doch sehr stark. Aber das ist natürlich auch ein ganz gravierendes Schockerlebnis dann gewesen. Ja. Ja, aber wenn man jetzt so normale Marktphasen, ich meine, man könnte ja irgendwie unterstellen, die Menschen entwickeln sich weiter, es gibt, keine Ahnung, elektronische Medien, solche Videos wie hier, die wir durchführen, das ist ja, führt ja auch alles so ein bisschen zu einer Bildung. Also wenn man sieht, dass in Deutschland jeder Sechste nur Aktien besitzt, ist die, sag mal, Aktienkultur und Aktienbildung noch nicht so weit. Ne? Und diese psychologischen Variablen wie die Selbstsicherheit, dass man overconfident ist, dass man zu viel handelt, das sind auch Sachen, die sind in einem drin, die werden sich nicht so schnell ändern. Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch Themengebiete, wo Sie sagen, oh, das wären nochmal so Fragestellungen, die mich besonders interessieren würden oder die auch vielleicht noch wirklich ungeklärt sind? Ja, das ist das Tolle, ne? Mit jeder alten Studie kommen Ideen für eine neue Studie, aber es gibt eben auch so fundamentale Sachen. Und bei uns in Deutschland ist wirklich die Frage, warum kaufen die Leute eigentlich keine Aktien? Mhm. Und gerade wo es heute Instrumente gibt, über unseren Fonds reden wir nachher hoffentlich, aber dass man wirklich auch breit diversifiziert, kostengünstig in Märkte investieren kann, das ist eigentlich eine faszinierende Sache und das ist seit 20, 30 Jahren wirklich möglich. Und dass die Leute es trotzdem nicht machen, das ist eigentlich erstaunlich und vom Wissenschaftlichen so ein bisschen Puzzle, wo man nicht weiß, warum sind die Leute eigentlich so. Ne? Und das ist eine spannende Frage. Ne? Ist ja wahrscheinlich auch nicht nur das Investieren so, sondern die Leute beschäftigen sich ja tendenziell eher wenig mit Finanzen überhaupt. Also dann wird ein Auto ausgewählt, dann sucht man lange und schaut sich die Funktionen an und Zubehör, aber wenn man dann, was weiß ich, ein Haus kauft, dann unterschreibt man mal schnell einen Vertrag oder wenn man eine Anlage tätigt, macht man irgendwas, wo man nicht so genau hinterfragt. Naja, eine der wichtigsten Entscheidungen ist zum Beispiel die Refinanzierungsentscheidung der Hypothek. Ne? Und die haben wir mal untersuchen können, auch mit Daten einer Bank. Und da kommt eben raus, dass die Leute sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Ne? Man hat also den Zins 10 Jahre fest und dann kriegt man das Angebot, unterschreibt, aber dass man vielleicht mit einem 0,5% Zins ein wahnsinnig Tausende von Euro verdienen würde, wenn man nur mal bei einer anderen Bank nachfragt. Und man ist ja sogar ein besseres Risiko, ne? Weil man ja 10 Jahre lang das Haus abgezahlt hat und schon weniger Kredit hat und so weiter. Ne? Da gibt es einen riesigen Bedarf an Aufklärung und die Leute sehen das vielleicht nicht so. Anderer Punkt möchte ich aber noch machen, wenn Sie sagen, ich glaube, manche Leute interessieren sich nicht für Finanzen, das ist aber auch in Ordnung. Ne? Wenn Sie mich angucken, ich interessiere mich, obwohl ich, glaube ich, ein Mann bin, nicht für Autos. Es interessiert mich einfach nicht. Ich fahre gern Autos, ist alles in Ordnung, aber eine Autozeitschrift lese ich also nur, wenn überhaupt nichts mehr beim Friseur rumliegt. Ne? Ja. Und trotzdem kann ich damit leben. Und es ist aber heute, auch wenn man sich für Finanzen nicht interessiert, gibt es trotzdem Produkte, mit denen man gut leben kann. Und das ist der Punkt, den man einsehen sollte. Ja, ich meine, nicht für ein Thema interessieren heißt ja für mich nicht, da sind wir ja auch zu passiv als extra Magazin, also nicht Trading oder sowas meine ich damit, sondern sich einfach mal grundsätzlich mit den Gesamtzusammenhängen auseinandersetzen, zu überlegen, was muss ich denn eigentlich tun, um zum Beispiel bei dem Thema Altersvorsorge irgendwo mal dahin zu kommen, dass mein Lebensabend finanziert ist. Und da haben Sie ja schon gesagt, Zeit ist da logischerweise ein wichtiger Faktor und die zu erwartende Rendite. Und das meine ich eigentlich, sich mit dem Thema beschäftigen. Leute schauen halt lieber, was ich fern oder fahren in Urlaub, das mache ich natürlich auch gerne, aber man darf das halt nicht. Also auch wenn man sich für Finanzen nicht interessiert, muss man sich trotzdem damit beschäftigen. Ja, ne? Denn genau. Die Altersvorsorge ist einfach ein Kernpunkt, mit dem, wo man investitionsmäßig dabei sein sollte. Und jetzt haben wir niedrige Zinsen, aber es scheint immer noch nicht so einen Run auf Direktbanken zu geben. Die wachsen zwar ordentlich und die ganzen digitalen Finanzangebote haben mal mehr, mal weniger Zulauf, aber trotz der Aussage oder trotz dem Fakt, dass es wenig Zinsen gibt für sichere Anlagen,
hat es noch nicht so eine richtige Aussprache. Also die Zeit ist ja gar nicht so besonders. Wir haben niedrige Zinsen, aber auch niedrige Inflationen. Mhm. Es gab mal Zeiten, vor ein paar Jahren haben wir mal nachgeguckt in den Statistiken der Bundesbank, da waren die Zinsen deutlich höher, die Inflation war aber auch deutlich höher. Mhm. Und da war die Situation für die Sparer sogar schlechter, weil die Zinsen ja versteuert werden mussten, mhm. zumindest teilweise. Ne? Und deswegen ist die Situation im Moment gar nicht so besonders. Und wir sollten damals in Aktien anlegen und heute in Aktien anlegen. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, nochmal anzufangen. Ja. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Gibt es denn in Ihrem Gebiet der Finanzmarktforschung irgendwelche Experten, wo Sie besonders schätzen oder wo Sie auch sagen, also den sollte man sich vielleicht auch mal anschauen? Da sind ein paar interessante Themen und Sachverhalte entdeckt worden oder erforscht. Also was wir, als bin ja Hochschullehrer und Forscher, was mich da interessiert, sind nicht Namen, sondern ein Prinzip. Es gibt viele Leute, die in Deutschland, die Gott sei Dank wirklich ganz tolle internationale Forschung machen und in Lehre gut sind und damit auch wirklich viel dazu beitragen, dass sie ihren Studierenden was beibringen, auch was Modernes beibringen, dass die Vorlesung nicht einmal gemacht wird mit 35, mit 65 hätte man noch dieselbe, sondern dass wirklich was passiert in der Richtung. Mhm. Und diese Leute, die man auf internationalen guten Konferenzen sieht, die finde ich wirklich toll. Und mit denen versucht man auch in Austausch zu treten, um dann auch selbst ein bisschen interessantere Sachen machen zu können. Gibt es denn noch ein ganz anderes Thema? Gibt es denn Themengebiete, wo man nicht alleine erforschen kann, wo Sie sagen, also da muss man mit mehreren Universitäten zusammenarbeiten oder auch länderübergreifend? Also die meisten Sachen in Deutschland werden immer auch weltweit werden immer von Teams von Leuten gemacht, aber das sind mehr so zwei, drei Forscher, die es zusammen machen, was einfach mehr Spaß macht, sich mit dem anderen zu unterhalten. Und weil der eine kann vielleicht ein bisschen die Statistik ein bisschen besser und der nächste kann, sagen wir mal, die Theorie ein bisschen besser, der andere hat mehr Ideen, der andere schreibt besser und sowas, dass man versucht, sowas zusammen zu machen. Aber so Großforschungsprojekte über verschiedene Länder sind im engeren Finanzbereich vielleicht deswegen nicht so nötig, weil die Daten eben da sind. Sie können in eine moderne Datenbank reingehen, die guten Universitäten auch haben. Dann können Sie die Kapitalmarktdaten aus Indonesien genauso bekommen wie von der Börse München. Mhm. Da hat ein Privatanleger oftmals Schwierigkeiten, an Daten zu kommen. Ja. Naja, wenn Sie 10.000 Euro im Monat zahlen, gerne. Ja, das ist ganz klar. Genau. Ja, dann braucht man viel Vermögen. Selbst da gibt es ja Sachen. Ne? Im Internet kriegt man auch schon viele Daten, die man also für nicht kommerzielle Sache kostenlos herunterziehen kann. Ja. Wir haben ja mit dem Thema ETFs im Magazin zu tun, damit zusammenhängend mit dem Thema passiv investieren. Und letztendlich ist ja eigentlich die Aussage immer, man muss schauen, dass man möglichst viel von der am Markt erzielbaren Rendite erwirtschaften kann, respektive Kosten vermeiden, Transaktionen vermeiden, was ja auch von der Finanzforschung dann mit unterstützt wird. Wenn jetzt die Finanzindustrie diesen ganzen Thesen folgen würde, die so als Forschungsergebnis ermittelt wird oder festgestellt wird, würde sie sich dann abschaffen? Naja, erstens ist ja so, dass die Finanzindustrie dieser These nie folgt, weil es immer noch Gott sei Dank den sogenannten overconfidenten Investmentbanker gibt, der meint, ich kann es doch besser. Ne? Mhm. Und wenn man sieht, der Weg zu ETFs ist da, die Leute machen es auch, aber noch wirklich im geringen Maße. Mhm. Und zweitens ist es ja auch so, dass ETFs teilweise auch gerade als Handelsinstrumente benutzt werden. Das heißt, ich gehe schmalere, kleinere ETFs. Das heißt, ich ersetze das Wort Aktie im Handel durch ETF und damit bin ich auch nicht mehr passiv unterwegs, sondern mit einem anderen Instrument aktiv in Märkten. Und wenn Sie dann weiter die ganzen großen Versicherungen oder anderen großen Kapitalsammelstellen sehen, die sowieso anders in die Märkte reingehen, habe ich da überhaupt keine Bedenken im Moment, dass die Industrie sich abschaffen würde. Ja, es ist halt auch wahrscheinlich in vielen Fällen immer noch zu komplex. Wobei Geldanlage im Prinzip ja auch immer sehr einfach sein kann, aber in vielen Fällen ist es auch sehr komplex. Dann gibt es wieder gesetzliche Vorschriften, die eingehalten werden müssen oder irgendwelche Reporting-Pflichten, die dann vielleicht Institute man dazu. Braucht natürlich die Finanzindustrie schon, um auch diese modernen ETF- oder Indexfonds Sachen herzustellen. Und das ist auch nicht so einfach mit dem von Ihnen angesprochenen Reporting. Mhm. Und Sie müssen Compliance machen und weiß Gott was alles. Mhm. Und die ganze Abwägung der Sache ist schon eine Herausforderung. Und wenn man die Diskussion, die es vor ein paar Jahren mal gab, wie man ETF optimalerweise bauen soll, über welche Details man sich da eifern konnte, das war schon beeindruckend und zeigt eben doch, dass die Industrie auf viel Know-how drin ist. Was man bestimmt nicht so schnell abschaffen wird. Ja. Auch kann. Was ist denn Ihre Vision auf die Finanzindustrie in den nächsten 10, 20 Jahren? Haben Sie da eine Meinung? Oder? Also Visionen soll man ja nicht haben. Ich habe eine These, vielleicht eine vorsichtige These ist,
Das für mich ist die Anlageberatung, hat vielleicht ein bisschen einen falschen Fokus und der Anlageberater, es gibt vielleicht zu viel, weil sie den falschen Fokus hat, braucht man auch zu viele Anlageberater und da wird sich was tun. Mhm. Also ich glaube, ein Anlageberater diskutiert heute noch oft, worin soll ich anlegen, dass es mit unserem Fonds großkurzig oder aber auch sagen wir mal MSCI World oder irgendwas gegessen, aber die Person überhaupt hinzubringen zum Aktienmarkt, das ist eigentlich die Kernsache. Es gibt da so eine neue Sache in der Forschung, die heißt Money Doctor, dass man praktisch die Leute versucht, an den Markt ranzuführen, ihnen die Angst zu nehmen, im Markt dabei zu sein, nachher was zu erklären. Und damit könnte man wesentlich mehr leisten, als dass man sich stundenlang Gedanken macht, in welches kleine Instrument soll man reingehen. Also es geht dann eher mehr so in so einen Coach, Geldcoach. Geldcoach, ja. Finanzcoach, ja, Money Doctor ist der amerikanische Ausdruck, der auch deswegen schon ganz gut aufgegriffen wird. Dass man den Leuten hilft, ne? Dass man ihre hilft, von dem von Ihnen am Anfang angesprochene Finanzprobleme im finanziellen Umfeld zu lösen. Altersversorgung, wie gehe ich damit um? Dazu braucht man aber letztendlich, wenn man es prinzipiell macht, hat weniger Zeit und auch weniger Anlageberatung. Das ist eine ganz andere Art der Anlageberatung. Aber glauben Sie, dass das für sagen wir mal, den Otto Normalverbraucher, der jetzt nicht so vermögend ist, gerade am Anfang, also klar, über eine lange Sparzeit hat er am Ende dann vielleicht ein Vermögen, aber am Anfang hat er das Vermögen vielleicht noch nicht und dann ist es halt schwierig, da einen Berater zu finden. Also momentan gibt es ja die Tendenz, ja auch alles zu digitalisieren. Wird das dann eine Welt sein, wo kleinere Kunden oder Kunden, die erst anfangen zu sparen, eher so digitale Angebote nutzen und irgendwann mal, wenn der Bedarf dann größer ist, wieder einen persönlichen Berater nehmen? Das oder? Weiß man nicht. Die Engländer sind ja in die Richtung gegangen. Die haben ja diese Kickbacks, also die Zahlung der Berater durch die Fondsgesellschaften abgeschafft und dann sind die Leute, die nicht so wohlhabend sind, haben praktisch keinerlei Beratung mehr genommen, weil sie nicht bereit waren, das Honorar zu zahlen. Und die Finanzbehörde hat damit sogar die Online-Beratung gepusht, weil man sagt, die Leute müssen irgendwas nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Da habe ich nicht die von Ihnen angesprochene Vision. Da muss man mal gucken, was da passiert. Ne? Ja. Kann genauso gut sein, dass man in Schweden das Modell macht, dass man den Leuten zwangsweise vom Staat hilft, was teilweise auch vielleicht ein gangbarer Weg ist. Da wird auch international sehr viel ausprobiert. Australien hat ein ganz anderes Modell, das sehr erfolgreich ist. Also, Altersvorsorgemodelle meinen Sie? Oder? Altersvorsorgemodell, ja. Sie müssen in den Ländern sparen, sie müssen in den Ländern einen Aktienfonds anlegen, breit diversifiziert, kostengünstig. Der Staat stellt einen bereit, sie können auch woanders hingehen, aber heute gehen 98% in die staatlichen Modelle, weil die einfach wirklich gut sind. Ne? Ja, da ist die Frage, ob wir das in Deutschland jemals so bekommen werden, aber ich glaube nicht. Ja, ja. Da ist wahrscheinlich zu viel Interesse. Ja, super, vielen Dank erstmal für den ersten Teil unseres Interviews. Jetzt schauen wir uns dann gleich im zweiten Teil Ihr Stopp, Buch da an. Trinken wir erstmal einen Schluck, ja. Ja, bitte. Ja. Genial, einfach investieren und schauen uns ein bisschen das Thema Behavioral Finance an. Und dazu lade ich Sie dann gleich herzlich ein.